Schon lange ist es her, seitdem das letzte richtige Mythenvideo kam. Doch heute ist es wieder soweit. Vor einer langen Zeit habe ich mal ein Video zu einem verstörenden Mythos gemacht und dieser Mythos hieß Cassandra Rosenberg. Dies war ein Mädchen, das verstorben war, doch ihr Geist lebte trotzdem weiter in Minecraft. Und dieses Mädchen wurde eben auf verschiedenen Welten gesehen und sie spukte halt herum. Cassandra hat blutrote Augen, ein breites Lächeln und kann mit Hilfe eines Rituals beschwört werden. Kurz bevor es weitergeht, ich habe gesehen, dass 76% der Zuschauer mich noch nicht abonniert haben und das ist wirklich eine sehr hohe Zahl von Zuschauern. Also bitte abonniert den Kanal, denn ich will die 100.000 Abonnenten erreichen. Ja, wir haben jetzt die 50.000 erreicht, Kuss geht da auf jeden Fall raus, aber Leute, bitte abonniert den Kanal, falls ihr meine Videos mögt, denn 76% haben noch nicht abonniert, das tut wirklich weh, also kommt schon, ein Klick, abonniert den Kanal. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall geht es aber heute nicht um Cassandra, sondern um die unbekannte als auch unerklärliche Schöpfung von Cassandra. Nämlich geht es heute um Sergei Rosenberg. Und damit herzlich willkommen zur 34. Folge von, und jetzt Achtung, neues Intro. Sergei Rosenberg ist die Schöpfung von Cassandra. Ob es jetzt die Mutter von ihm ist, also dass jetzt das der Sohn ist von Cassandra, weil die haben ja denselben Nachnamen, oder die Schöpfung in dem Sinne gemeint ist, dass Cassandra Sergei jetzt irgendwie durch ein Ritual oder so beschwört hat, das weiß man jetzt leider nicht. Man weiß eben nur, dass es die Schöpfung von Cassandra ist, aber ob Sohn, Tochter, Vater, Onkel, okay, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber es ist auf jeden Fall unbekannt, in was für einem Bezug sie zueinander stehen. Allgemein ist wenig bekannt von Sergei. Es gibt weder viele Eigenschaften über ihn, es gibt keine Hintergrundgeschichte. Es ist einfach nur bekannt, dass dieser Typ irgendwas mit Cassandra zu tun hat. Sergei ist nur auf Servern anzutreffen, also nicht auf Einzelspielerwelten. Und das nur auf Servern, die Version haben von 1.12 bis zu 1.17. Also nicht weiter und auch nicht niedriger. Wieso das so ist, kann ich euch nicht sagen. Es ist extrem unwahrscheinlich, ihn anzutreffen, trotz des Rituals, das man machen kann. Das bedeutet, ob wir ihn jetzt treffen oder nicht, denn ich mache ja später ein Selbstexperiment, spielt nicht wirklich eine Rolle, denn wie gesagt, es ist halt trotz des Rituals sehr unwahrscheinlich. Dann ist Sergei außerdem auch nicht an einem Seed gebunden. Ihr kennt das ja, viele Mythen sind ja an irgendeinem Seed gebunden. Seed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist Hebrew Brians Onkel oder so. Hier ist das nicht der Fall. Also Sergei könnt ihr wirklich auf jedem Seed antreffen, also auf jedem Server könnte der sein. Ihr braucht somit kein extra Seed für ihn. Außerdem kann Sergei nicht nur auf allen Seeds auftauchen, sondern er braucht auch kein Ritual. Also das bedeutet, er kann halt wirklich überall auftauchen. Auf jedem Seed, auf jedem Server, komplett egal, man braucht auch kein Ritual. Er könnte einfach in eurer Welt sein und ihr wisst das nicht mal. Aber ohne Ritual ist es halt eben extrem unwahrscheinlich. Mit Ritual ist es unwahrscheinlich, aber ohne Ritual ist es unwahrscheinlich. Deswegen machen wir lieber das Ritual. Und das Ritual geht genauso. Man braucht 4 Seelenlaternen, Obsidian, 4 Grimson-Schilder, ein blaues Schild, ein weinender Obsidian, 2 Seelenfackeln und 2 Redstone-Fackeln. Auf die Schilder muss man natürlich bestimmte Nachrichten schreiben, um ihn dann zu beschwören. Dazu aber später mehr beim Selbstversuch. Hier ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass Sergei auf 2 Sprachen kommunizieren kann. Nämlich einmal auf Englisch und auf Russisch. Oftmals ist er sogar nett und bietet den Spielern Hilfe an. Zum Beispiel schreibt er Nachrichten wie: Hey, brauchst du Hilfe beim Hausbau oder sonstiges? An sich sind die Anzeichen seiner Anwesenheit auch ziemlich simpel. Also wenn ihr jetzt einfach seht, wie Laub, also an Bäumen, dieses Laub, ne, Blätter, mit Obsidian ersetzt werden, Fackeln durch Seelenfackeln ersetzt werden oder Schilder durch Blauschilder ersetzt werden, dann könnt ihr sehen, dass er in eurer Welt ist und das Ritual geklappt hat. Außer ihr habt das Ritual nicht gemacht und diese Dinge passieren trotzdem, dann habt ihr extrem Glück. Vielleicht ist es ja sogar jemand von euch passiert, falls ja, ab in die Kommis. Wie gesagt, ist er ja anfangs ziemlich nett. Aber sollte man ihn angreifen bzw. töten, wird er sauer und tut dann folgende Dinge. Er wechselt sein Skin zu einem gruseligeren Skin, also im Prinzip nimmt er mein Gesicht, okay. Nee, Spaß beiseite, sein Skin wird halt einfach gruseliger. Er kann Cassandra Rosenberg herbeirufen, also Mama, ich brauche Hilfe. Und die ist dann direkt in ihrer bösen Form, also direkt in ihrer Prime-Form und ist sehr gefährlich. Dann kann er noch einen weiteren Mythos beschwören, nämlich $07, mit dem habe ich mich jetzt nicht wirklich beschäftigt. Ich blende einfach ein Bild ein, keine Ahnung, wer das ist. Der sollte auf jeden Fall auch ganz gefährlich sein.
Dann noch Minta Rontex, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Diese Person hat auch irgendwas mit Cassandra zu tun, wer auch immer das ist, keine Ahnung, ich blende ja auch einfach ein Bild ein. Aber dieser Typ, also ich meine, es ist schon ein bisschen lustig, dass er einfach nur andere Mythen holt, aber er kann nicht nur Leute holen, er kann auch Dinge zerstören. Beispielsweise kann er auch einfach eure Häuser abbrennen. Was wollt ihr machen, hm? Aber er kann noch einen dazu holen, noch einen Mythos, und den kennen wir alle. Im schlimmsten Fall, aber das ist auch ganz selten, kann er Entity 303 auf den Server rufen. Also wenn ihr ihn wirklich sauer macht, kann er sogar Entity 303 herholen. Und was er da macht, ist, glaube ich, ziemlich logisch, typisch Entity 303 Sachen. Er bringt euren Server zum Absturz und bannt euch dann. Ja, deswegen legt euch lieber nicht mit Sergey an, der hat wirklich eine Großfamilie hinter seinem Rücken, ne? Man muss ihn aber nicht unbedingt verärgern, denn wenn man nett zu ihm ist, passiert Folgendes. Und das ist zwar nicht gefährlich, aber genauso seltsam eigentlich. Nach einer gewissen Zeit, also ihr seid halt eben nett zu ihm, joint dann Cassandra Rosenberg auf den Server und fängt dann an, mit Sergey zu reden. Beide schreiben einfach ein bisschen, machen ein bisschen Smalltalk. Creepy Smalltalk. Jetzt weiß ich, warum ich keine Freunde... Aber später fangen sie dann an, ihr Gespräch zu vertiefen. Nämlich wird dann Cassandra schreiben oder Sergey, dass sie oder er ein Endportal gefunden haben. Dann schreiben die darüber, wie sie dann dort dann reingehen. So, ey, ich habe ein Endportal gefunden, lass da mal reingehen. Beide so, okay. Und nach vielen Zeugenaussagen wird dann berichtet, dass beide einfach ins Endportal springen und dann nie wieder mehr gesichtet werden. Sie sind einfach weg aus dem Server. Weg. Husch. Ich kann zwar nicht schnipsen, aber einfach. Anschließend kann man also sagen, wenn ihr nett seid, dann besucht euch Sergey und Cassandra kurz und sind auch wieder weg. Also gibt es hier mal ein Happy End bei einem Mythos. Also solange ihr nett seid. Wenn ihr aber nicht nett seid, dann werden euch ein paar weitere Mythen besuchen. Und mit viel Glück kann euch Entity 303 hacken. Ist ja kein Happy End, ne? Das Ganze habe ich natürlich ausgetestet und ich würde mal sagen, let's go. Also ich gehe jetzt nochmal mit einem richtigen Skin auf den Server. Ich habe wie so auch immer schon die Whitelist. Habe ich Game Mode? Ne, habe ich nicht. Also, wir brauchen 4 Seelaternen. Seelaternen, 2, 3, 4. Obsidian, keine Ahnung wie viel, aber ich nehme einfach einen Stack. Ah ja, ist rot. Wie viel Stück? 4. Okay, das rote Holz, ja. Ein Warped Science, das ist das blaue. Das weiß ich. Hier. Ein Weinder Obsidian. Ein Weinder oder mehrere? Achso, ja. Einer. 2 Seelenfackeln. 2 Redstone was? Ach, Redstone Torches. Redstone. Daisies. Was für Daisies nochmal? Das war eine Blume auf jeden Fall. Ah, ja, hier. Wie viele? 2. Okay, und dann noch 2 Wilderrosen. Okay, und 4 Seelenlaternen. So. Ja, das war ja nicht wirklich einfach. Ich gehe jetzt einfach mal in Game Mode, damit ich jetzt nicht einen Block zu viel oder so mache. So, wir bauen das einfach mal hier hin. Ja, obwohl. Die Whitelist ist zwar zu, aber wenn das ein Hacker wäre, könnte er rein. Deswegen. Also, ein Obsidian da. Ein Obsidian in der Mitte, hier ein Obsidian, 2 Obsidian, 1, 2, 3. So, das sieht auf jeden Fall offensichtlich nach einem Kreuz aus. Eine Seenfackel hier, Redstone-Fackel da, okay, hier eine Wither, wo sind, da. Oh, Mist, ich brauche Erde. Dann an sich, dreh die Cam mal und guck aufs Kreuz. Wie machst du denn? Ah, nee, warte, kann ich das platzieren? Ja, und als letztes dann noch die Schilder, stimmt. So, jetzt muss ich kurz gucken, was muss ich da reinschreiben. Also, wir müssen summon. Das war ja bei Cassandra auch so ähnlich. Sergey, haha, Rosenberg, summon, Sergey, haha, Rosenberg. Und das, oh Mann, das nochmal hier und da und da. Sergey, haha, Rosenberg, summon, Sergey. Ach, ich Vollidiot, ich habe jetzt wirklich gay geschrieben. Oh, Mann. Ich habe. Ja. Summon Sergey. Fast wieder gay geschrieben. Rosenberg. So. Okay, und jetzt in der Mitte. Creator. Creator Code einfach. Cassandra Rosenberg. So. Gut. Jetzt. Jetzt ist es, glaube ich, fertig. Und ich dachte gerade schon so. Hä? Wieso sind die 2 Erdblöcke weg? Aber ist ziemlich logisch. Ich werde jetzt einmal Schilder bauen, Fackeln und das mit den Bäumen. Ja gut, da können wir jetzt nichts machen. Mal weg hier. Ey, ich töte den jetzt einfach mit dem Holzstamm, ist mir egal.
Zack, zack, zack. Bam, Alter, easy. So. Okay, 4. Nee, warte. Schild, fuck. Ach stimmt, wir brauchen ja Kohle. Ist das Spiel ganz hell? Ja. Okay. So, machen wir uns jetzt erstmal ein Schild. Schwert. Schwert ist ganz wichtig. Dann noch natürlich ein Schild. Ich würde sagen, ich mache direkt mehrere. Ja, dann noch eine Axt würde ich. Ah, Mist. Jetzt fehlt mir genau ein Stamm wieder. So, jetzt haben wir genug Platz. Ah, eine Spitzhacke wäre gut. So, ja, das mit dem Laub können wir jetzt nicht austesten. Aber. Also, was ist. Okay, warte, ich mache die Geräusche lauter. Okay, das ist ein Enderman. Ist jetzt nichts Spektakuläres, ne? Also, vielleicht joint er ja sogar, aber. Ich kann ihn ja einfach mal adden. Whitelist add Sergey Rosenberg. Der Spieler existiert nicht. Ja, okay, perfekt. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja irgendein Alt-Account oder so. Oder irgendein Cracked-Account, wer weiß. Sollte überhaupt kommen. So, 3 Schafe. Oh, 3 Schafe, gehen wir weg. Oh, rest in peace. So, als nächstes. Ich gehe direkt schlafen. Ist hier irgendwas Seltsames? Nein. Okay. Wieso habe ich gerade ein. Ich habe gerade so einen Sound gehört, als würde jemand Wasser auf Lava setzen. Ne, Lava auf Wasser. Ja, oder Wasser auf Lava, also beides. Dieser komische Sound da. Habt ihr das auch gehört? Okay, schon mal seltsam. Ich meine, der hat ja offensichtlich was mit Obsidian zu tun. Vielleicht hat er Obsidian bei mir gemacht oder so, keine Ahnung. Ich setze jetzt die Schilder einfach hier hin. Ich schreibe noch Hello. So. Okay. Dann noch Fackeln. Jetzt brauche ich unbedingt noch Kohle. Ja. Hier ist gerade alles ziemlich still. Die Welt ist auch ziemlich leer, muss ich sagen. Also jetzt vor allem. Ich sehe gerade kein einziges Mob. Ja, okay, außer Fische. So. Also, wir haben genug, was ist das denn da? Was ist das denn? Ist das eine Biene? Okay, keine Ahnung, jetzt sehe ich den nicht mehr. Ja, ist auch egal. Also. Oh, jetzt, okay. Voll vergessen, dass ich Fleisch brauche zum Überleben, aber egal. So. Fackeln. Ah, nee, Fackeln macht man anders. Also, ich platziere einfach random Fackeln einfach. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich weggehen soll oder hier bleiben soll. Keine Ahnung. So. Ich halte mich erstmal ein bisschen fern. Warte so 10 Minuten, würde ich sagen. Und guck dann einfach, ob sich was verändert hat. Oder halt eben nicht. So. Das mit den Laubblättern, ja gut. Das sind Chicken. In der Zeit kann ich ja einfach Tiere farmen oder so. Also, Kühe. Kühe sind am besten. Ich weiß nicht, aber stimmt, Fackeln. Fackeln in der Höhle zu platzieren, wäre eigentlich auch ganz schlau. Ich weiß nicht, wie lange man warten muss. Ich sag mal so, ich bin ein sehr ungeduldiger, wenn es um Mythen geht. Ich warte nie wirklich lange. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt. Also, ob ich jetzt 20 Minuten warte oder 2 Tage. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. So. Also, wenn der Mythos nicht echt ist, dann ist er nicht echt. Deswegen. Aber egal. Ich platziere jetzt immer ein paar Fackeln. Einfach hinter. Ich tue einfach so, als wäre ich so normal am Minecraft. Ne? So, alles gut so. Ich bin ein normaler Spieler. Und ich habe außersehen ein Ritual gemacht. Hallo Schweine. So. Kill ich dich mal. Kill ich dich mal. Schau mir das. Ah, nee, warte. In die Höhle schaue ich mir danach an. Schau mal an. Also gekommen ist noch niemand. Dieser Sergey. Gucken wir jetzt mal nach. Trommelwirbel. Ist da jetzt. Sind da jetzt blaue Fackeln? Nee, nee, nee. Okay, nee. Schade. Ich meine, nach 20 Mythen, die echt sind, okay, kann mein Mythos nicht echt sein. Schilder, keine Antwort. Dieser Sergey, der kommt auch nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich meine, die Chance ist an sich schon selten. Aber er hätte kommen können. Aber okay, ich akzeptiere es, wenn er nicht kommt. So, jetzt gehe ich in die Höhle und schaue da mal nach. So. Ach so, hier. Einfach 5 Meter weiter. Okay, also wie man sieht, ja, diese Höhle, wo ich hier die Fackel platziert habe, alles, gelb. Also, naja, der Mythos ist wohl nicht echt. Sergey ist wohl doch nicht echt, aber wie gesagt, es spielt keine Rolle. Ich meine, vielleicht könnt ihr es ja auch selber ausprobieren, denn es ist, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, ihn anzutreffen, trotz des Rituals. Aber Cassandra war damals auch nicht echt, als ich das getestet habe. Somit könnte es ja sein, dass wenn die miteinander zu tun haben, dass beide vielleicht nicht echt sind. Aber wer weiß, ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Das war's jetzt mit dem Video. Wie gesagt, abonniert unbedingt den Kanal, denn 76%, das geht einfach nicht, Leute. Bitte, ihr müsst das tun. Abonniert den Kanal, bitte. Lasst ein Like da, kommentiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.